So, bevor das heute Video losgeht, könnt ihr nochmal hier euch die Bilder angucken oder mir eure Lieblings-Steam-Games in die Kommentare oder generell irgendwelches Games halt in die Kommentare reinschreiben, wenn die nicht allzu teuer sind und ich mir es leisten kann, weil YouTuber, ne, fließt ja nicht. Oder hier eins entdeckt, dann schreibt mir wirklich gerne in die Kommentare. Vielleicht werden wir das dann demnächst mal zocken. Ein Spiel habe ich schon geplant für ein Live-Event und zwar haben wir hier das Stream Racer, muss ich noch genau gucken, wie ich es schaffe. Weil die Grundidee eigentlich über Twitch das vorsieht für Livestreamer, aber ja, mal gucken. Also wenn ihr ins Lieblingsteam hört, schreibt es in die Kommentare. Falls das Game schon vorgeschlagen wird, dann gebt in den Kommentar doch gerne ein Like, damit ich auch sehe, wie viel von euch das sich wünschen. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu dem neuen Video-Kanal und heute habe ich mal etwas vor, denn ich habe ein neues Texture-Pack und das möchte ich heute auch mal ausprobieren. Zudem möchte ich mich an etwas wagen, was ich bisher, glaube ich, noch nie in Solo gespielt habe, Bad Moss. Ich werde wahrscheinlich instant verkacken, aber mal schauen. Vielleicht, wenn irgendwann mal auch jemand von meinen Freunden mal wieder Zeit hat, kann ich auch mal mit denen spielen. Aber die spielen alle aktuell in Rocket League. Würde ich normalerweise auch machen, aber ich habe noch ein Video gebraucht. Und da ich in Rocket League noch beschissener bin als Minecraft, dachte ich, spielst du Minecraft? Und dann habe ich mir natürlich gleich den schlechtesten Spielmodus ausgesucht, weil ich eigentlich mit am schlechtesten bin. Oh, okay, gut, mein Aiming ist maximal Müll. Probieren wir mal direkt hier in die Richtung zu. Kein Kommentar dazu. Ich habe mich gerade wieder ultra übelste Minecraft-Anfänger. Ich hoffe, dass da vielleicht ein bisschen was für mich an Tools gibt. Scheiße, ich habe keine Blöcke mehr. Kommt safe gleich hinterher, deswegen schaffe ich schnell ein paar Blöcke. Von mir wieder noch frieren, ne? Hat's doch vergessen. Mir fehlen nur ein paar Blöcke. Hat sich die Sache auch erledigt. Was mache ich eigentlich? Okay, gut. Erstmal Kill gemacht und Bett abgebaut, okay. Und Herr Pixel Bett, was habe ich leider komplett, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich baue mich mal zu Diamanten. Alter, ich bin so langsam, echt. Real Talk. Und ich brauche ein bisschen mehr Blöcke. Holz. Ich glaube, der hat sich da gerade eben schon ganze Diamanten gesnackt. Meinen wunderbaren Fastbridge Skills, die man besser immer in Anführungszeichen packen sollte. Meine unglaublichen One-Stack-Skills. Warte mal, rein theoretisch könnte ich. Und mache ich auch. Oh, da ist kein Bett mehr. Lull. Wow. Dann machen wir halt falsche Seite. Hier, die Seite möchte ich. Tue ich mir geschärfte Schwerter holen. Und dann probiere ich so weiterzugehen einfach. Es wird nicht funktionieren, aber ich probiere es trotzdem. Fast runtergelaufen. Probiere ich mal gelb das Bett zu holen. Ich koppel nicht damit. Ah, er kommt. So. Gut. Der wird jetzt direkt mich angreifen. Das ist jetzt klar eigentlich schon. Habe ich mir noch lieber ein Eisenschwert. Das ist mir lieber. So, das kommt dann hier hinein in die Ender Chest. Und Blöcke vielleicht noch. Ja. Maybe in 5 Stunden kriege ich den nochmal gekillt. So definitiv nicht. Na gut, der ist tot. Das heißt, der kann mir auch nicht mehr gefährlich werden. Perfekt. Dann hole ich mir hier die 4 Smaragde ab. Dann kann ich mir eigentlich da vorne beim anderen auch nochmal 4 abholen. So. Wahrscheinlich brauche ich Blöcke. Shoppen wird bei mir anscheinend überbewertet. Dann bauen wir uns mal hier. So.
noch so und so. Und jetzt geht's hier so weiter. Dann mit meinen One-Stack-Skills. Nochmal 4. Oh, da brauche ich eine Spitzhacke. Und nicht nur eine Spitzhacke, da brauche ich eine gute. Hole ich mir bessere Rüstung. So, ich habe jetzt 8 Diamanten. Wofür reicht das denn? Das reicht für verstärkte Rüstung. Hole ich mir einen Heilungspool. Okay, so. Dann brauche ich wieder ein paar Blöcke. Dann brauche ich hier eine Oh, fuck. Das hat Blöcke ausgegeben. Eine Spitzhacke. Und ich mir ein Eisen. Das sollte fürs erste Mal reichen. So, also wir haben aktuell. Von Weiß gibt es noch einen und es sind noch 2 andere Betten da. Okay, er baut sich netterweise schon direkt zu mir her. Oh, hab ihn eliminiert. Oh, wow. Ich bin gar nicht mal so scheiße. Sind nur noch Türkis im Bett. Und einer von Weiß lebt noch. Team Weiß hat das Spiel verlassen. Okay, gut. Das heißt, es ist jetzt nur noch eine Sache zwischen Türkis, mir und ihm. So, dann hole ich mir mal alles hierher. Steht er da? Hat jemand gesehen? Name Tag. Ich meine, nach da weiter Weiß hat kein Bett mehr. Und er kommt, hat gleich safe mein Bett, Alter. Das sehe ich schon so klar vor mir. Junge. Scheiße. Das heißt, ich brauche jetzt wieder was zum. So. Nehme ich das Schwert jetzt hier raus, kaufe mir ein paar Blöcke. Nehme noch ein Eisenschwert, glaube ich, lieber. Und Werkzeuge. Durch mir davon noch ein Upgrade holen und davon ein Upgrade holen. Der Rest kommt dann hier hinein. Zack, das Schwert kommt dann da hinein. Aber ich hole mir noch mal mehr Blöcke, glaube ich. Kein Gold brauche ich, sondern Eisen. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Richtung ich am strategischsten ist. Macht Base Dev, glaube ich. Was ja gar nicht so dumm ist. Gut, ich bin maximal lost. Und ich muss das ganze Audio wieder hochpitchen, weil ich gerade die ganze Zeit so leise rede. Aber bin ja nur ich, der sich hier unnötig Arbeit macht. Er macht Combat Base Dev. Okay, warte mal, er will jetzt hier. Kommt jetzt hier gleich hoch. Ich hab Schiss, dass er gleich hier mit einem. Ah, ich glaube, ein Diaschwert, scheiße. Jo, Junge. Was du von mir wollen? Scheiße. Okay, gut, das wird nichts. Ja, okay. Das heißt, ich brauche auch ein bisschen Stuff und alles. Ich muss jetzt gerade die Dias von mir snacken können. Wie viel kostet ein Diaschwert? Diaschwert. 4 Smaragde. Okay, das heißt, ich muss in die Mitte. Okay, Mann. Sorge ich mal dafür, dass ich den Weg in die Mitte bekomme. Ich finde es gut, dass er sich keinen Bogen geholt hat, so wie es aussieht. Wir müssen irgendwann mal überraschen, dann das ausnutzen. Wenn ich jetzt hier keine Smaragde bekomme. Fuck, wo gibt's überhaupt Smaragde? 2, perfekt, okay. Oh, scheiße, er ist damit auch gerade.
Ja, der will jetzt auf mich, der will jetzt mich holen. Jetzt wahrscheinlich gleich am Hals, aber immerhin habe ich ein Dia-Schwert. Und ich meine, das. Pack die in die Chest rein. Scheiße, komm schon. Bitte, 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 bitte. Beleb mich wieder, komm. Ich habe immer noch gekillt, perfekt. Das heißt, ich habe jetzt ein Dia-Schwert zumindest auch schon mal. Oh, hätte nur zwei gekostet. Ups. Wie viel kostet so ein Bridge? Moment, das ist wahrscheinlich hier unter Werkzeuge. Drei weitere Eisen. Okay. So, jetzt aber. Ah, da Brückenei. Zwei Smaragde für ein Brückenei. Okay, gut. Ich bin echt kein Pixel-Profi, merkt man ja auch. Dann nutze ich nämlich das Brückenei. Ich laufe gleich so safe runter. Ah, zweiter Platz immerhin. In Solo muss man mir. So, aber wir haben jetzt 17 Minuten. Doch, das reicht für ein Video. So, ich möchte mich möglichst viel ankönnen natürlich machen. Ich hoffe, ihr habt die eine Runde Bellboss. Oh, ja, reden kann ich auch nicht mehr. Das ist tanzen mega cringe, aber okay. Und geil, ich habe mir jetzt selbst. Gut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo vielleicht sogar da. Falls ihr Lust habt, auch natürlich mehr. Was heißt hier mehr? Kleiner Tipp, denn ihr erst. Ja. Ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte. Erst denken, dann reden. So, jetzt haben wir's. Und ich sehe schon, dass jetzt jeder in den Kommentar schreibt, hätte es schon früher machen sollen. Oder auch für deine Videos immer erst denken und dann machen. Wäre vielleicht auch ein ganz sinnvoller Tipp. Aber wenn es euch gefallen hat, wie ich ein zweiter in der Bed Wars Runde Solo-Runde geworden bin, dann lasst ein Like da, ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao. Leute.